Spracharbeit. Wie ich sehe, bringst du uns eine Sedanta mit der Rakukaja. Nicht schlecht. Noch eine geschafft. Ich freue mich ja drauf, wenn ich dann das New Game Plus spiele. Und alle Personen, die sie haben wollen, halt schon im Compendium stehen. Und ich es einfach nur kaufen muss. Weißt du, ich hätte nie gedacht, dass du damit weitermachst, obwohl es keine Pflicht ist. Du bist wirklich interessant, Häftling. Danke, glaube ich. Ich muss sagen, wie Caroline schon angemerkt hat, ist diese Liste ist gut durchdacht. Die Aufgaben treiben dich an, deine Ziele zu erreichen und messen auch deine wahre Stärke. Ja, mag sein. Hey, Häftling, was sagst du zu diesen Aufgaben? Sind perfekt. Aha, du hast Mumm, Häftling. Nun denn, geben wir ihm die nächste. Mal sehen. Hä? Was zum... Diese Schrift habe ich doch schon einmal gesehen. Meinst du die Handschrift? Ja, verdammt. Ich weiß aber nicht mehr wo. Erkennst du sie, Jusine? Mach ihm nach Abschluss der nächsten Aufgabe Komplimente. Aber verwöhne ihn nicht, wie du es geübt hast, mit bohrendem Blick und angewinkelter Hüfte. Warte, nicht das? Das sind meine Notizen. Ich meine... Ach ja. Du freust dich wohl richtig auf die Besuche des Häftlings. Das ist jetzt egal. Ich meine die Handschrift, die Aufgaben selbst. Nerv mich nicht. Jetzt, wo du es sagst, mir kommt die Schrift auch bekannt vor. Wir sagen mal nichts dazu. Ehrlich gesagt bekomme ich ein beunruhigendes Déjà-vu, wenn ich diese Liste lese. Wer hat diese Liste nur geschrieben? Und warum? Was meinst du? Das Ziel ist doch klar, dem Häftling beim Training helfen. Aber warum genau soll er trainiert werden? Rehabilitierung? Aber das ist nur der Befehl unseres Meisters. Die Liste hat aber jemand anders geschrieben, korrekt? Dann gehen wir einfach davon aus, dass es irgendeinen Grund gibt, von dem wir nichts wissen. Wenn das stimmt, dann zeigt sich der Sinn und Zweck, wenn er die Liste fertig hat, oder? That is correct. Du hast wohl recht. Von dir mal etwas Logisches zu hören, das ist wie eine kühle Brise in der drückenden Sommerhitze. Das hättest du nicht sagen müssen. Also, dann belohnen wir dich mal, weil du unsere Aufgabe erfolgreich absolviert hast. Wir gewähren dir jetzt Zugang zur Spezialbehandlung. Wir erlauben dich hiermit, Personas zu erschaffen, die du normalerweise nicht bewältigen könntest. Aber trotzdem musst du den Preis dafür zahlen. Bitte nutz es auch gut, damit deine Rehabilitierung Früchte trägt. Enttäusche uns nicht. Okay, sehr schön. Sehr schön. Erlaubt dir für viel Geld Personas eines höheren Levels zu erstellen. Alright. Jo, gut. Also, ich stelle dir deine nächste Aufgabe. Bitte beachte, dass das nächste Privileg, das wir dir geben werden, sehr mächtig ist. Du musst daher drei Aufgaben abschließen, bevor du es erhältst. Also gut, hier ist Aufgabe Nummer 1. Beste Fähigkeit ever. Ja, absolut. Oh. Ein Neko. Deine nächste Aufgabe ist ein Neko-Shogun mit dem Skill Dekaja. Wenn du ihn erschaffen hast, sprich uns einfach an. Jo. Okay. Igor. Hey, ich brauche einen Neko-Shogun. Ich brauche mal einen Neko-Shogun. Sudama und Anzu. Anzu weiß ich, kriege ich im nächsten. Im nächsten Palast. Und Level 30 ist sowieso aktuell zu hoch und ich habe keinen Bock, so viel Kohle dafür zu zahlen. Tam Li, hä? Okay. Oh, Schwäche gegen Fluch. Schwäche gegen Fluch ist doof.
Echt, das war im Original jetzt bei Stärke 10? Das weiß ich gar nicht mehr. Das ist zu lang her. Das ist zu lang her. Aber stimmt, ja doch, das war jetzt ziemlich spät. Das heißt, die nächsten müssen ja noch besser sein. Wow. Will ich dich? Fluchschwäche ist halt kacke. Wenn dann einer mit einem Fluch Insta-Death-Move kommt, ist halt aus. Ich lasse es erstmal. Oh, so viel Zeug, was mir noch fehlt. Naga kriege ich. Moment, Naga ist auch im nächsten Palast, wenn ich es richtig im Kopf habe. Wow. Und die ist 4 Level unter meinem aktuellen Level. Huh. Krasser Shit. Principal. Mediarama. Oh, 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 oh. Will haben. Will haben. Definitiv. Ich meine ansonsten halt nur Makoga, ne? Und auch eine Curse-Schwäche. Was würdest du dafür haben wollen? 30.000 Yen. Vergiss es. Vergiss es. Mach ich nicht. Dieses hat zumindest ein Diorama. Und schon kein Mediarama. Legion. Yes. Yo. Wäre eine Möglichkeit, ne? Einhorn. Hat einfach mal Samarikam als nächsten Skill, den er lernt. Holy shit, Mann. Holy shit. Okay, was haben wir hier? Matarukaja, oh, das ist gut. Matarukaja ist richtig nice. Aber ja, das wäre mir alles zu teuer. Mal sehen, irgendwas anderes, was ich sinnvoll machen kann. Jikokten. Oh, Verteidigungsmeister. Rakukaja zu Beginn des Kampfs automatisch. Das ist schon mal nice. Aber Mäßigkeit bin ich halt erst auf Rang 1. Huh? Bringt mir halt nicht so viel. Hm, Pisaka. Das ist das Viech, okay. Schwach gegen Licht. Mamudo kann aber praktisch werden. Mamudo kann praktisch werden. Wäre auf jeden Fall eine Option. Und Kinky. Kinky hat halt keine Schwächen. Und Waschrawucht ist ganz nice. Vorschlaghammer ist richtig nice. Mittlere Chance auf Benommen ist ziemlich cool. Ich glaube, den nehmen wir erstmal. Weil Floros würde ich eh nicht einsetzen, ganz ehrlich. So. Doppelte Menge an Konterschaden, wenn ich keinen Konterskill habe. Gekonnte Kombo. Sieht wohl so aus. Riesenhieb auf jeden Fall. Auf alle Fälle. Wir nehmen den Konter mit. Ist nur eine 10% Chance. Ah, trotzdem. Tarunda finde ich sehr praktisch. Und den Dorminrausch nehmen wir auch noch. Komm. Jo. Mach mal. Mach das mal. Ich, Kinky, wenn du Maske besitzt, verleihe ich dir die Kraft eines unnachgiebigen Herzens. Okay. Machen wir so. Machen wir so. So, Vorschlaghammer und Psi umgehen. Okay. Warum Psi umgehen?
Ich meine, ich habe einen Angriffsskill, der besser ist als die Waschra-Wucht. Von daher, was soll's. Quälerei. Niedrige Chance auf verzweifelt. Okay. Huh. Na, gucken wir mal, ne? So, Anzu kriegen wir auch im nächsten Palast. Da brauche ich also nichts machen. Andras müsste auch im nächsten Palast zu kriegen sein. Ja, gut. Bei Jikokten bin ich mir unsicher, ob wir den im nächsten Palast kriegen können. Aber hey, ich habe auf jeden Fall eine Beraterpersona. Das ist das, was ich haben wollte. So, gehst du schon? Ja, ich will zurück. Danke. Dankeschön. Okay. Was ich gezeichnet habe. Ist mir egal, was du gezeichnet hast. So. Oh ja, Maichime. Da wollten wir hin. Mit ihm wollten wir quatschen. Hey, Marui. Es hat so viel geregnet. Wenn dir das die Laune verdirbt, kannst du jederzeit gerne vorbeikommen. Dank dir läuft es mit meiner Forschung sehr gut. Du hast mir wirklich geholfen, Kurus-kun. Da ich mit meiner Forschung so vorankomme, muss unsere Abmachung ein bisschen warten. Wenn ich später Zeit habe, will ich auf jeden Fall reden. Okay. Das ist also zeitlich blockiert, ha? Huh? Dann geht's zu Takemi. Dann gehen wir zu Takemi. So. An feuchten Tagen erzähle ich gute Fortschritte, weil die Bakterien sich schneller vermehren. Warum wärst du mich heute? Erstmal möchte ich, glaube ich, was kaufen. Dann gehen wir ins Sprechzimmer. Was willst du? So. Okay. Die Lebenssalbe ist halt ziemlich nice, ne? Vivadrin reicht mir eigentlich. Davon mal 5 Stück. Thanks. Jo. Okay. Gut. Ich mag halt die Namen, ne? No Harm. No Harm. Und hier hat der Übersetzer den Witz nicht verstanden. Im Englischen Takemedic All, also Takemedical quasi, ne, und ja, gut. Passt aber. Okay, ich wollte eigentlich nur ein bisschen Wiederbelebungszeug haben. So. Oh, hab ich noch eine Todpersona dabei? Ja, okay, ich hab 0. Gut. Uff. Ist was fertig? Ich möchte etwas an dir testen. Würdest du nach hinten gehen? Ja, klar. Machen wir. Nur dank dir habe ich es soweit geschafft. Jetzt kannst du dieses Zeug problemlos trinken, oder? I suppose. Gut, das war's dann für heute. Gehst du schon? Du kannst auch gerne noch bleiben und deinen Apfel essen. Und das ist ein Geschenk von einer älteren Patientin. Sie hat mir mehrere mitgebracht. Hallo, Dr. Takemi. Oberarzt Oyamada. Hier in der Nähe war eine Konferenz und ich dachte, ich schaue mal vorbei. Wer ist das? Er sieht nicht wie ein Patient aus. Oh. Er ist eine Teilzeitkraft und erledigt verschiedene Sachen für mich. Warum bist du hier? Du hast eine Patientin von mir abgeworben. Sie hat Bronchitis und war mit ihrem Vater hier. Bronchitis, sagst du also? Ich wollte sie dir nicht abwerben und habe sie auch nicht in meine Klinik eingeladen.
Es gibt Gerüchte, dass man in der Uniklinik schlechter behandelt wird als beim Hausarzt. Deine Medikament. Es ist einfach absurd, was du hier tust. Da hast du wohl recht. Wenn du hier einfach in diesem Kaff verrottet wärst, hätte ich ja ein Auge zugedrückt. Das ist die letzte Warnung. Schließ die Praxis und gib deine Approbation zurück. Sie ist eine tolle Ärztin. Was hast du gesagt? Mach dir deswegen keinen Kopf. Du magst sie wirklich, oder? Dann verrate ich dir mal ihre wahre Identität. Sie ist ein Monster und hat eine Patientin mit nicht zugelassenen Medikamenten behandelt. Schrecklich, oder? Dabei war sie so ein liebes Mädchen und hat immer gelächelt. What does this mean? War? Sie ist gestorben. Was? Vielleicht erleidest du ja das gleiche Schicksal. Sie ist schließlich die Pest. Lüg mich nicht an. Sie sollte noch Zeit haben. Sie war auf dem Weg der Besserung. So schnell kann es ihr nicht schlechter gehen. Es ist aber so. Du musst dich vertan haben. Zurück zum Grund meines Besuchs. Wirb nie wieder meine Patienten ab. Oder willst du mich etwa wütend machen? Miwa-chan ist tot? Nein, nein, nein. Sie war doch der Grund für meine ganze Mühe. Sie zu heilen war mein einziger... Das ist unmöglich. Verliere nicht die Hoffnung. Was habe ich denn die ganze Zeit nur gemacht? Was hatte das denn überhaupt für einen Sinn? Ich kann nicht... Schlagen wir zurück. Zurückschlagen? Sorry. Es geht mir schon besser. Danke für deine Hilfe, mein kleines Versuchskaninchen. Rang 7. Bringe den Preis für alles, was in der Klinik verkauft wird. Hätte ich mal doch vorher den Rang abgeschlossen. Naja. I don't know what to say. Ich wünschte, du hättest diese Seite von mir nie gesehen. Ich bin froh, dass du es getan hast. Wirklich? Wenn das so ist, dann geht das wohl in Ordnung. Du kannst ruhig nach Hause gehen. Reden wir ein andermal weiter. Okay. Noch ein Punkt Mut. Yay. An einem klinischen Test teilnehmen ist wie Curry kochen. Pass auf dich auf. Oder so. Rain, huh? Ja, gut. Den Text kennen wir jetzt so langsam. Weißt du, was mich interessiert? Mir ist die Kursei so voller Leute wie Yusuke. Da gehen doch sicher viele etwas andere Leute hin. Jetzt, wo du es sagst, ich habe wirklich eine sehr interessante Klassenkameradin. Sie spielt Shogi, und zwar offenbar sehr gut. Meinst du Hifumi Togo? Ich habe mal irgendwo gehört, dass sie auf die Kursei geht. Angeblich ist sie die schönste Shogi-Spielerin der Welt. Alter, das klingt zu gut, um wahr zu sein. Ich will Details. Ich weiß nicht viel über sie. Sie ist ziemlich einzelgängerisch. Klingt, als würde sie sich nur auf Shogi konzentrieren. Es heißt, sie wäre ein einsames Genie. Aber sie wird wohl oft in der Kirche in Kanda gesehen. Nicht jetzt, da müssen wir hin. Wenn du zu oberflächlichen Gründen gehst, trifft dich wahrscheinlich der Blitz. Nein, das ist es doch gar nicht. Nur wegen den Phantomdieben. Ich meine, Shogi ist doch quasi ein Kampf, oder? Die kennt sicher total krasse Strategien und so. Das ist extrem weit hergeholt. Kirchen sind heilig. Mach das nicht, Ryuji. Ja, dafür werdet ihr irgendwann bezahlen. Akira, geh du sie für mich ausspionieren. Finde raus, ob sie wirklich so süß ist, wie alle sagen. Let's ignore that idiot.
Ignorieren wir den Idioten. Also, eine Shogi-Expertin, ja? Nach einem kurzen Moment der Inspiration, den Feind angreifen, strategisch geschickt denken. Das könnten gute Taktiken für unsere Arbeit als Phantomliebe sein. Sie geht in Kanda in die Kirche. Wenn du Zeit hast, sollten wir da mal hingehen. Jo, gut. Hätten wir das. Dieses historische Viertel weist viele Schreine und Tempel auf. Denke über dein Leben nach. Beichte deine Sünden. Dann wird der Weg vor dir klarer werden. Okay. Na, kam noch ein Paket für dich. Sehr schön. Schwarze Steine. Schwarze Robe. Nice. Ja, du bestellst einen Artikel. Bla, Keks. Okay. So, schauen wir doch mal. Iwai. Oya. Und Hifumi. Hifumi finde ich am sinnvollsten aktuell. Wenn es überhaupt schon wenn wir es überhaupt schon machen können. Ich weiß nicht, was für einen Wert sie brauchte. Und wie hoch. Das Mädchen spielt Shogi. Vielleicht ist sie Hifumi Togo. Yusuke hat sie erwähnt. Warum fragst du sie nicht? Togo-san? Du verwechselst mich. Aber nur sie ist so verrückt, Shogi in einer Kirche zu spielen. Da sie eine berühmte Shogi-Spielerin ist, benötigst du wohl ein höheres Charme-Level. Okay, wir müssen charmant sein, ha? Na gut. Na gut. Wait. Was ist hier?